Hallo, mein lieber Skorpion, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat August. Das heißt, wir schauen uns dein Hauptthema an, was auf dich zukommen könnte, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten und ist dir im Monat August nicht bewusst? Liebe Skorpion, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm nur das, was zu dir gehört, also biege nichts zurecht. Vertraue deiner inneren Stimme, sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch noch die Verlinkungen zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Skorpion, dann fangen wir an. Dein August. Gnade. Öffne dich für Liebe und Mitgefühl. Und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Ich habe das Gefühl, lieber Skorpion, dir ist nicht bewusst, dass gewisse Menschen dich brauchen, schätzen und auch ehren. Schau genau hin, was für Menschen in deinem Umfeld sind. Vielleicht fokussierst du dich nur auf eine Person und hast das Gefühl, du bekommst dort keine Liebe, keine Wertschätzung. Das kann schon sein. Aber was ist mit den anderen Menschen, die um dich herum sind? Die schätzen dich, die schätzen deine Meinung, deine Art, wie du die Dinge siehst. Fokussiere dich nicht nur auf eine Person oder auf eine Sache. Sieh das große Ganze. Schauen wir mal mit den anderen Orakelkarten. Was musst du wissen? Drei des Handelns, lieber Skorpion. Drei des Handelns, die Dinge entwickeln sich prächtig. Jetzt, wo du am Ziel bist, ist es an der Zeit zu entscheiden, womit du dich als nächstes beschäftigen willst. Vielleicht möchtest du deine Erfolge weiter ausbauen oder dich einer völlig neuen Sache widmen. Sei bereit zu reisen, sofern dies nötig ist. Deine Träume ausweiten. Vielleicht hast du auch erkannt, was deine Träume sind, deine Visionen. Und sie in die Tat umsetzen. Es kann auch sein, dass es Zeit ist für den nächsten Schritt. Sei das in einer Verbindung, sei das beruflich gesehen. Ich habe plötzlich ganz heiße Hände irgendwie. Ich nehme einfach das ganz stark, es ist Zeit wahr. Jetzt ist der Moment. Es ist Zeit, es ist okay. Für was auch immer. Aber schauen wir mal, was ist dein Hauptthema mit dem Tarot? Skorpion, was ist dein Hauptthema? Die Liebenden. Ja, ich nehme ganz stark wahr, es ist Zeit, um Liebe anzunehmen. Vielleicht auch Zeit für eine neue Liebe. Zeit, Liebe zuzulassen. Es ist Zeit, seinem Herzen zu folgen. Für dich Entscheidungen zu treffen. Jetzt bist du bereit. Ich glaube, viele sind jetzt bereit für die Liebe. Ja, Transformation. Vielleicht hattest du eine Zeit lang ein bisschen Datingpause oder generell so ein bisschen eine Rückzugsenergie drin, sei das in der Liebe, im Beruf. Aber jetzt ist es Zeit, dass du deinen Herzenswunsch in die Tat umsetzt. Das kann Thema Kinder sein, Familie. Thema Finanzen aufbauen, die Leere in dir
füllen, in die Fülle zu kommen. Jetzt ist Zeit für die Fülle. Jetzt ist es an der Zeit. Ich sag's nochmals, lieber Skorpion. Schauen wir mal, was musst du sonst noch wissen? Achter Kelche, oha, August. Ich glaube, August wird ganz stark für dich, die Welt. Siebender Stäbe und neunter Stäbe. Das Schicksalsrad. August wird stark. Ganz stark, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr wichtig sein. August wird einer der wichtigsten Monate für dich sein, lieber Skorpion. Weil hier achter Kelche, der neue Weg, du gehst ihn jetzt. Du bist bereit für den neuen Weg. Du bist bereit, Menschen endlich zurückzulassen, die dir gar nicht dienen. Toxische Komfortzonen zurückzulassen. All das, was dir nicht gut tut, einfach zurückzulassen. Den Weg gehen, der für dich ist. Kann auch sein, wenn du lange vielleicht an jemanden dran warst, sage ich jetzt mal, in der Liebe, und es ist nie vorwärts gegangen, dass du jetzt sagst, nein, jetzt ist es mir zu blöd. Jetzt ist es mir definitiv zu blöd. Jetzt ist fertig. Ich gehe. Kann auch sein, dass du beschließt, dass du auswandern möchtest, dass du genug hast von dem Alltagstrott, wo auch immer du lebst, dass du dieses Ziehen aus der Ferne spürst und dass du vielleicht sogar dir überlegst, auszuwandern oder dich auf eine Weltreise begibst, sehe ich auch. Falls das schon länger in deinem Kopf herumspukt, das Thema Auswandern, Thema länger verreisen, könntest du im August so die ersten Schritte in diese Richtung gehen. Das muss nicht heißen, dass du im August auswanderst, aber es kann sein, dass du im August vielleicht das erste Mal jetzt wirklich anfängst zu recherchieren. Was heißt das? Thema Steuern, Thema Versicherungen, Thema Wohnung, Reisen, Flüge, was auch immer. Weil ich sehe hier wirklich, dass der Abschluss kommt. Du schließt etwas ab, um einen Neuanfang, um eine neue Energie zu bekommen. Ich sehe aber auch, dass du mit Hindernissen regelmäßig konfrontiert wirst. Siebender Stäbe könnten auch Hindernisse von außen sein, Menschen, die dich daran hindern wollen, dass du diesen Weg gehst, weil sie das Gefühl haben, er ist falsch, sie wissen es besser. Und da wirst du immer gefordert, sehe ich. Lass dich nicht abbringen. Du kannst dir schon anhören, was andere zu sagen haben, aber du entscheidest, was du daraus mitnimmst. Auch im beruflichen Bereich sehe ich hier große Veränderungen. Eben das Thema Ausland könnte vielleicht ein Thema werden. Ich sehe, dass du etwas abschließen möchtest. Aber du wirst eben auch gefordert, deinem Instinkt zu vertrauen. Ich sehe hier, dass du da vielleicht ab und zu etwas Mühe hast, zu vertrauen, dem Prozess zu vertrauen, dass gewisse Dinge auch Zeit brauchen. Falls du in einer Partnerschaft bist, könnte eine sehr intensive Zeit werden im August, weil ich sehe hier eben der Wandel ganz stark bei dir. Du könntest mal ab und zu ein bisschen eine Streiterei geben, weil man sich einander nicht versteht. Ich sehe hier auch, liebes Skorpion, vor allem wenn du in einer Beziehung bist oder auch wenn du nicht in einer Beziehung bist, kann ja auch sein bezüglich Familie, kann sein, dass man im August Mühe hat, dich zu verstehen, deine Visionen nicht greifen kann. Aber lass dich da nicht unterkriegen. Das sehe ich ganz fest bei dir. Warum achter Kelche, Skorpion? Ja, du folgst deinem Herz. Kann auch sein, dass du dich im Ausland verliebt hast und jetzt zu dieser Person gehst. Ich sehe hier auch, dass du dir gewisse Dinge lange überlegt hast. Wohin möchte ich? Wie soll meine Reise aussehen? Wie soll mein neues Kapitel aussehen? Und eine Idee oder etwas, sie ist zwar noch nicht vollendet, diese Idee, kommt immer wieder, diese Richtung. Und ich habe das Gefühl, du fokussierst dich eben auf das.
Dafür braucht es aber ein Ende und andere werden ganz schockiert sein. Kann auch sein, dass du plötzlich merkst, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich in einer Partnerschaft, obwohl ich nicht glücklich bin? Und dass du vielleicht alles beendest. Ich sehe hier einfach eine komplette Richtungsänderung bei dir, ganz stark. Als würdest du jetzt sagen, nein, das, die Geschichte, die ich bis jetzt geschrieben habe für mich, passt mir nicht mehr. Und du zerreißt das und öffnest ein komplett neues Buch, was noch aber leer ist. Und schreibst es neu. Du schreibst es nicht um, du schreibst es neu. So fühlt sich's an. Kompletter Umbruch. Und du wirst Gegenwind bekommen. Das muss dir bewusst sein. Du brauchst wirklich innerer Stärke. Du musst stark daran glauben, weil auch wenn es die vom Außen her nicht böse meinen, werden sie dich versuchen, wieder in den alten Weg zurückzuziehen. Sehe hier auch, dass du vielleicht gewisse Verlustängste haben könntest bezüglich Finanzen, bezüglich Personen. Aber gleichzeitig siehst du die Möglichkeiten, die du eben haben könntest. Und es ist ein bisschen wie der Sprung ins Ungewisse. Was mache ich? Wähle ich das Herz, der Sprung ins Ungewisse, oder wähle ich das Hamsterrad, dafür die Sicherheit? So, genau so fühlt es sich an. Schauen wir mal weiter, Skorpion. Wow. Mhm. Ganz turbulent. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es so richtig losgehen. Ab August. Ich habe das Gefühl, bei vielen ab August bis Ende Jahr kommt diese Wandlung. Außer du lässt dich wieder zurückziehen, natürlich. Aber hier 9. Kelche, 9. Schwerter und Ritter der Schwerter. 9. Kelche, es offenbart sich dir etwas. Entweder zeigt sich dir ein Wunsch, das kann auch eine Begegnung sein, das kann Thema Beruf etwas sein, aber es kann auch nur eine, wie soll ich sagen, eine Erkenntnis sein, dass dir bewusst wird, was du dir wirklich wünschst. Weil, sind wir ehrlich, das wissen viele nicht. Klar, viele sagen, ja, ich wünsche mir Glück und Gesundheit und Liebe. Doch was heißt für dich Liebe? Was heißt für dich Glück? Was bedeutet für dich Gesundheit? Wie fühlt sich das an? Also die Details, diese tiefen Fragen, das wird dir bewusst. Und ich finde es ganz spannend, weil das ist, muss ich sagen, es ist normal. Wenn man so ein bisschen dieses Erwachen hat, fühlt sich sehr stark nach Erwachen an, kommt auch immer wieder der Zweifel. Das ist normal. Es wird einige Male, wird dich dieser Zweifel, diese Angst wieder einholen. Mache ich wirklich das Richtige? Ist das die richtige Entscheidung? Soll ich es lieber lassen? Soll ich wieder wirklich alles über Bord werfen und diesen neuen Weg gehen? Weil hier dreht sich alles um das Neue. Hier ist nichts von Ex-Partnern, nichts von Vergangenheitspersonen, nichts von alter Liebe. Es ist komplett neu. Und ich finde es ganz spannend, weil du wirst auch gefordert, Entscheidungen dann Stück für dich zu treffen, damit du eben in dieser Energie verweilen kannst, diese Energie des Wandels. Ritter der Schwerter, kann sein, dass du dich auch eine Nachricht einholen wird oder ein Luftzeichen auf dich zukommt, welches eine wichtige Rolle spielt. Oder du wirst selbst der Bote sein einer Nachricht, einer Entscheidung. Also August, ganz starker, wichtiger Monat für dich, lieber Skorpion. Unglaublich. Ja, das Schicksalsrad, das ist richtig krass. Transformation pur. Aber ganz wichtig, ich finde es immer so lustig, wenn Menschen denken, Transformation kommt einfach so gratis und einfach so husch husch und so leicht lockig. Ist es nicht. Du bekommst eine Chance. Aber es ist deine Entscheidung, möchte ich sie annehmen. Möchte ich wirklich mich auf diesen Weg begeben? Du kannst auch Nein sagen. Ja, ich sehe hier wieder diese Angst um Finanzen. Diese Angst, dass es vielleicht nicht vorwärts geht, dass du in eine Stagnation fällst.
Aber ich glaube, das ist wirklich nur die Angst. Mehr nicht. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Königin der Kelche. Und vierter Schwert. Ganz wichtig, dass du immer wieder dich energetisch zurückziehst von allen. Nicht damit du die Energie von anderen aufnimmst und plötzlich dich selbst nicht mehr spürst. Zieh dich regelmäßig zurück. Meditiere. Ordne deine Gedanken, weil Skorpion im Nicht-Selbst neigt dazu, dass sie verbissen ein Gedankenkarussell haben, alles auseinander sehen und dann sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So verkrampfthaft auch nicht loslassen können, klammern. Ein unauthentischer Skorpion klammert an irgendetwas. Lass los, lass frei, lass die Energie fließen, komm zur Ruhe. Weil ein authentischer Skorpion sieht alles und akzeptiert auch alles. Der sieht genau auch über den Tellerrand. Der sieht Dinge, die andere eben nicht sehen. Das ist die Begabung. Aber weil der so viele Gefühle aufnehmen kann und sich oft selbst verliert, entsteht das Chaos. Und da musst du wirklich aufpassen, dass du dich wirklich erdest und bei dir ankommst und du dein Sternzeichen richtig lebst, authentisch lebst. Nicht, dass die unauthentische Seite lebst, weil die unauthentische Seite vom Skorpion, ich weiß nicht, ob du das schon oft gehört hast, weil Skorpion, viele Menschen mögen ja Skorpion nicht. Und das ist aber das unauthentische Skorpion, weil Skorpion ist sehr intensiv und ein unauthentischer Skorpion ist, das ist krass, das ist erdrückend, das ist nicht schön eben. Aber ein authentischer Skorpion ist einfach nur wow, ist richtig tiefgründig. Also ganz, ganz starkes Sternzeichen, wenn man es eben richtig lebt, das ist das Wichtige. Und hier komm wirklich in dein Gefühl, komm bei dir an, vertrau dir selbst, das ist ganz wichtig, Erdung, Erdung, Erdung. Was ist im Schatten? Was liegt im Schatten? Ja, du brauchst unbedingt eine Basis, deine eigene Basis, vergiss die nicht. Such die Basis nicht nach außen, sondern deine Basis. Vergiss einfach die Basis nicht, an der musst du immer arbeiten. Darum immer, ich denke, darum kommt auch diese Rückzugsenergie, die du dir wirklich nehmen musst. Ich sehe hier auch König der Schwerter, so ein bisschen Gedanken ordnen und wenn es soweit ist, auch Entscheidungen zu treffen. Dazu zu stehen, dass du im Schatten, vielleicht ist dir nicht so bewusst, dass du mehr auch realistische Entscheidungen treffen solltest und die Basis nie vergessen darfst. Einfach nicht vergessen. Ja, mein lieber Skorpion, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.